Wegen gefährlicher Körperverletzung saß Ibrahim A. ab dem 20. Januar 2022 in Hamburg in Untersuchungshaft. 2 Tage zuvor hatte er einen Mann vor dem Herzass mit einem Messer angegriffen und verletzt. Laut Justizbehörde sei der 33-jährige staatenlose Palästinenser auch während seines gut einjährigen Aufenthalts in der Justizvollzugsanstalt Bilwerda auffällig geworden. Eine psychiatrische Behandlung sollte hier Abhilfe schaffen. Die psychiatrische Betreuung des Tatverdächtigen hat durchgängig stattgefunden. Ein Psychiater hat kurz vor der Entlassung keine Fremd- und Selbstgefährdung festgestellt. Es gab daher keine belastbaren Anhaltspunkte, eine rechtliche Betreuung zu beantragen oder den sozialpsychiatrischen Dienst einzuschalten. Laut Medienberichten ist Ibrahim A. drogenabhängig und wurde zuletzt mit Methadon behandelt. Durch das neue Resozialisierungsgesetz soll Haftentlassenen bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche, aber auch bei der Weiterführung einer Therapie geholfen werden. Hier sieht der justizpolitische Sprecher der SPD, Urs Tappert, ein Fehlverhalten. Naja, wir haben in der letzten Legislaturperiode ja bundesweit einzigartig ein Landesresozialisierungs- und Opferhilfegesetz geschaffen, das eigentlich auch das gesetzliche Instrumentarium dafür bietet, entsprechende Entlassungsvorbereitung zu gewährleisten. Die Besonderheit liegt hier darin, dass er Untersuchungshäftling war und dass die Entlassung vom Gericht sehr überraschend für die Haftanstalt erfolgte. Auch für Richard Seelmecker, justizpolitischer Sprecher der CDU, stellen sich viele Fragen. Eine psychiatrische Einschätzung gewesen, die schlicht nicht zutraf. Das ist tragisch und furchtbar und dürfte nicht vorkommen, aber ist wahrscheinlich vorgekommen. Dann ist die Frage, wie haben die Behörden zusammengearbeitet? Also wie haben die zusammengearbeitet im Rahmen des Entlassungsmanagements? Es soll Meldungen gegeben haben an das Landeskriminalamt und an die Ausländerbehörde. Da stellt sich uns natürlich die Frage, welche Informationen wurden übermittelt? Ist eine Abschiebung ins Auge gefasst worden? Gab es möglicherweise eine Möglichkeit trotz der Staatenlosigkeit? Einen Schritt weiter geht der Fraktionschef der AfD, Dirk Nockemann. Er fordert ein härteres Durchgreifen von Rechtsstaat und Politik. Wie kann es sein, dass ein Messerangreifer eine Woche nach Haftentlassung zum Wiederholungstäter wird? Es ist den Bürgern nicht zu vermitteln, warum kriminelle und vorbestrafte Migranten kaum abgeschoben werden. Dennis Celik von der Linken findet genau diese Debatte über Abschiebungen unverantwortlich. Hier werde Stimmung gegen Geflüchtete und über vermeintlich überfällige Abschiebungen gemacht. Der Täter ist legal im Land. Es wird höchste Zeit, dass wir die Verhinderung solcher Taten als Aufgabe für Prävention und Justiz sehen und als Steilvorlage, um auf politisch unverantwortliche Weise am rechten Rand nach Stimmen zu fischen. Bei seiner Entlassung am 19. Januar aus der Justizvollzugsanstalt soll Ibrahim A. nach einer Unterkunftsmöglichkeit gefragt haben. Bei dieser Suche habe man ihm nicht helfen können, so die Justizbehörde. 6 Tage später, am Mittwoch, dem 25.01., 4 Stunden vor seiner Tat, soll Ibrahim A. am Infopoint in Kiel nach einer Unterbringungsmöglichkeit gefragt haben. Hier wurde er an die Obdachlosenhilfe verwiesen. Dort kam er nie an. Gegen 15 Uhr stach er auf die Opfer im Regionalzug Richtung Hamburg ein.